Hey, warum antwortest du nicht? Ja. Ich weiß nicht, ich war... Moment mal, warte. Ich bin okay. Ich versuche es, okay? Du hast Fieber. Mir platzt die Birne. Du hast Fieber. Nein, ich bin nur müde. Okay, bleib hier. Ruh dich aus. Ich überleg mir was. Hör zu, ich brauch keinen Babysitter. Mir geht's gut. Shit. Komm schon. Denk nach. Hier, komm. Ich zeig dir, was wir suchen. Jupp, gefunden. Oh. Okay, komm, konzentrier dich. Ich bin hochkonzentriert. Okay, also dieses Exemplar hier heißt Lavandula angustifolia. Lavendel. Naja, solange ich den Studienkredit abbezahle, bleibe ich bei Latein, aber ja. Bezahlt ist bezahlt. Gut so. Okay, los, deine Hände. Okay, jetzt legst du die eine Hand um die Blume und die andere an den Stängel. Okay. Genau so. Und dann ziehst du langsam... Hey, ich kann Unkraut jäten. Entschuldige bitte, das ist kein Unkraut. Vorsichtig. Und doch zupacken. Oh ja, aber nicht zu fest. Okay, bereit? Mhm. Los. Na bitte, das war perfekt. Ja. Yeah. Oh. Das riecht aber nicht gerade gut. Okay, du machst hier weiter und ich sammle noch mehr. Also, warum Lavendel? Tja, die Leute im Labor sind ganz schön aufgeregt. Sie glauben, sie haben eine Unterart, die mutierte Monoterpenoide enthält, die wiederum ein modifiziertes Linalol produzieren, das... Das ist so... Oh Mann, danke, Einstein, danke. Sorry, sie enthält eine Chemikalie, aus der wir eine neue Arznei herstellen können. Für Brandopfer. Wo ich herkomme, nutzt man nur Kraut, das man rauchen kann als Arznei. Busa kennt einen Typen mit einer Plantage 3 Meilen von hier. Oh, na toll. Busa wird noch im Gefängnis landen und dich nimmt er mit. Und was macht ihr sonst noch so? Chemiewaffen, Massenvernichtungswaffen, sowas? Nein. Also, ich nicht. Ach ja? Es steht in meinem Vertrag. Meine Forschungen dienen keinem militärischen Zweck. Warte, ach, stopp. Komm, das Wasser ist sicher herrlich. Warte mal. Was ist los? Damit kannst du weitermachen. Komm, was ist? Eine lange Geschichte. Schon okay. Dann laufen wir halt. Ich laufe gern. Naja, dann erzähl mir doch was von deinen Pflanzen. Echt? Okay. Also diese spezielle Art hier ist adventiv. Du willst, dass ich dich frage? Das bedeutet ursprünglich nicht von hier. Du kannst Ogden dafür danken. Wem? Oh, scheiße, ich hab gefragt. Peter Skeen Ogden, der erste Entdecker, der durch diesen Teil Oregons kam. Er und einige der anderen frühen Forscher brachten ihre Heilkräuter und Pflanzen mit hierher. Einige gingen verloren und wachsen jetzt hier. Hauptsächlich an den Ufern von Seen und Teichen. Der erste weiße Entdecker. Wow, sieh an! Macht voll auf politisch korrekt. Glaub nicht alle Vorurteile, die du über Biker hörst. Wir sind eigentlich ziemlich nett. Glaube ich. Im MC gibt's auch Schwarze. Einer ist Vollmitglied. Ich glaube, ich habe hier bisher noch keinen einzigen Schwarzen gesehen. In diesem komischen, kleinen Kaff. Ja, Jack lässt ab und zu ein paar aus Sacramento herbringen, nur um den Skinheads hier eins auszuwischen. Macht er nicht. Nein, macht er nicht, war nur ein Witz. Jersey Jim ist ein alter Kumpel von mir, ich hab ihn eingeführt, wir waren in der Einheit. Komm mal zum Clubhaus, dann zeig ich dir alles, würde dir gefallen.
Er ist witzig. Er macht eine fiese Margarita. Na ja, ich muss Montag früh im Labor sein, also. Wir sind um 10 wieder in deinem Bett. Versprochen. Wie könnte ich so ein Angebot ablehnen? Okay, und jetzt pflücke ein paar. Lavendel. Ich soll Lavendel pflücken. Yep. Und bring mir 3 Pflanzen. Zerdrücke sie nicht. Oh, ich werde sie zerdrücken. Na los. Hab eine. Schön für dich. Die hier? Yep, mach weiter. Die letzte. Gut, bring sie her. Oh. Für dich. Wow, es gibt also noch Kavaliere in Fairwell. Keine Ahnung. Aber mit deren Verschwinden habe ich nichts zu tun. Hey. Oh, 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 oh. Oh, die Arme. Hey, ist das Zeug, das wir nachher rauchen? Nein, dieses Zeug trinken wir nachher. Ich mache so einen super Kräutertee. Ist klar. Hey, alles klar. Wenn du rüberkommst, dann mache ich dir einen, solange du mich nach Hause fährst. Alles klar, gut. Ja, du wirst schon sehen. Und für mich holen wir unterwegs noch ein Bier. Sorry, ich bin etwas neben der Spur. Hast du was gesagt? Es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat vor ein paar Jahren, bevor, Hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel. Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich alles. Aber scheiß auf Lavendel, bring mir was zu rauchen. Ende. Wie auch immer, ich werde dieses Zeug suchen und dann eine Brandsalbe daraus machen. Also hör auf, hier rumzumotzen. Tut mir leid, Bruder. Ich dreh hier nur langsam durch, weißt du? Ah, keine Sorge, Bushman. Wir fahren nach Norden. Ich schwör's bei Gott. Es dauert nicht mehr lange, hörst du? Ja, Ende.
Bescheid. Ich hab was für dich. Guzman, danke, Bruder. Ich komm rum. Das war's. Gut.
sehen, was da geht. Hey, Boozer, Gott, verdammt! Schon komisch, ich hab mich gerade erinnert. Vor ein paar Jahren war Sarah mit mir in Bear Creek. Wir pflückten da Lavendel und, Pussy. Sie zeigte mir, wie man diese Brandsalbe macht. Hör zu, ich war draußen, okay? Ich hab mich am Berg umgesehen, Fallen gecheckt. Mein Arm ist so gut wie neu. Na schön, okay, ich lass sie einfach liegen und... Hey, gib mir ein paar Tage. Okay, wir fahren nach Norden, wie du sagst, und verlassen das Drecksloch. Klar. Ja. Bist du da? Ja, ich höre. Was ist? Es gab einen Angriff. Ripper. Ein paar Dutzend. Vielleicht mehr. Gottverdammte Ripper. Die Kleine, um die du so besorgt warst? Ja, Lisa. Warte, Moment. Was ist passiert? Wo ist Lisa? Weg. Sie nahmen sie und drei andere mit. Elkai folgte ihnen so weit, wie es ging, aber sie haben sich am Belknap-Krater verschanzt. Er kam zurück, um Hilfe zu holen, aber... Verdammt, okay, pass auf. Ich weiß, was diese Schweine mit Geiseln machen. Ich warte das nicht ab. Thank you.
ziehen. Ah, gutes Timing. Fertig. Das hin. Gut. Ist die Kleine. Wenn sie verletzt ist, ich schwör bei Gott. Ach, was red ich. Ich krieg euch alle, egal ob ihr ihr wehgetan habt oder nicht. Halt durch, Lisa. Ich komme. Was ist das? Lisas? Mit Sicherheit gehört der keinem verdammten Ripper. Kleine Fußspuren, Kindergröße. Das muss Lisa gewesen sein. Sie haben sie hier entlang geschleppt. Wenn ihr ihr was getan habt, ihr Schweine, bringe ich jeden einzelnen von euch um. Gefunden! Gefunden! Sie weiß uns den Weg.
Kommt, Wiege hoch. Mein Haus. Ich sah. Ich muss. Ja. Halt! Ach! Hier reingeschleppt. Freien regieren die Welt, hä? Nicht, wenn sie alle tot sind. Nein, sie ist nicht hier. Wo bist du, Lisa? Sie muss irgendwo hier draußen sein. Zeugen der Befreiung. So viele. Unzählbar viele. Ich wollte unbedingt eins mit ihnen sein. Und jetzt bin ich zufrieden. Ich will frei sein. Niemand tritt euch bei! Ich halt durch, Lisa. Egal, was sie mit dir machen. Halt einfach durch. Oh, nein, noch nicht. Ist hier! Ja, los! Auf ihn! Ich werde dich retten. Das reinste Labyrinth hier. Hier. Sie wurde hier hochgezerrt. Lisa muss da oben sein. Ich komme, Kleine. Los!
Wir zeigen dir den Weg! Fang seinen Weg! Hier. Sie wurde hier hochgezerrt. Lisa muss da oben sein. Ich komme. Beschützt mich. Lisa. Oh Mann, Lisa. Oh, verdammt, was haben sie dir angetan? Lisa. Lisa? Hey. Kleine. Nein! Hey. Nein! Ah. Sei still. Lisa, ich bin's, Deacon. Erinnerst du dich? Deacon. Okay. Okay. Deacon. Schon gut. Schon gut. Komm schon. Bist du okay? Verdammt, kannst du laufen? Kennst du das Besucherzentrum? Gut, da steht meine Maschine. Du musst so schnell du kannst da hinlaufen. Halt nicht an. Nicht anhalten. Genau, nicht anhalten, was auch ist. Bereit? Ha? Los.
Lisa, runter, versteck dich! Jetzt hab ich dich! Wir haben sie! Verletzte! Bin getroffen! Die sind hinüber! Ich sehe dich! Befreien Sie! Zeig ihm den Weg! Töte den Schiff! Lisa, lauf! Auf zum Besucherzentrum, los! Sie sind unser! Zu meinem Bike, lauf! Hier ist es sicher. Bist du okay? Nein. Hör mir zu, südlich von hier liegt ein Camp am Lost Lake. Es ist anders als Hot Springs. Iron Mike ist nicht wie Mrs. Tucker. Ich hasse Mrs. Tucker. Du wärst dort nicht allein. Es ist ein gutes Camp. Und es ist sicher dort. Okay. Gut festhalten. Ricky! Ricky, komm! Ricky, bist du noch auf dem Kanal? Lost Lake Camp, kommen! Deacon? Lang nichts gehört. Was willst du? Wir müssen uns treffen, okay? Auf dem Cascade Highway an der Abzweigung zur Old Belknap Road. Ich fahre jetzt dahin! Weißt du, was Iron Mike gesagt hat? In der Nacht, als Musa und mich weg sind? Hör zu, deswegen funke ich dich und nicht Skizzo an. Iron Mike muss das nicht wissen. Ich hab ein Kind hier. Was? Ja, kein Kind, eine Überlebende. Sie war lange hier draußen. Du hast eine Überlebende und bringst sie nach Lost Lake? Nein, du bringst sie nach Lost Lake. Ich bringe sie zu dir. Ricky, bist du da? Ja, okay, ich bin unterwegs. Lost Lake Ende. Ricky! Okay, ja. Gern geschehen. Es wird dir da gefallen, Kleine. Wie gesagt, Iron Mike, er ist okay. Er schreit gern rum, also lass dich nicht aus der Ruhe bringen, verstanden? Okay, und dann ist da ein Typ namens Skizzo. Wenn er dich irgendwie nervt, dann sagst du's Ricky. Oder, geh zu Eddie, sie ist die Ärztin im Camp. Eddie, sie ist eine Gute. Sie hat Medikamente und so, weißt du, um die Wunden zu säubern. Ich meine, das soll sich ja nicht entzünden, ha? Sie helfen dir, du kannst ihnen vertrauen. Auch wenn du Scheiße baust. Okay.
Hey, Ricky. Hey, Deke. Ich bin überrascht. Macht Tucker nicht mehr in Sklavenhandel? Lisa, das ist Ricky. Sie wird dich an einen sicheren Ort bringen. Es bleibt dabei, Deke. Iron Mike wird dich nicht dafür bezahlen. Bezahlen? Ach, komm schon. Entschuldige. Darum geht's hier nicht. Hier geht es nicht um Kopfgeld. Könntest du bitte, nimm sie mit, okay? Was ist mit ihr, Deke? Was mit ihr ist? Sie ist ein paar Rippern begegnet. Ich musste... Oh mein Gott. Hey, Lisa. Hi, ich bin Ricky. Hör mal, gehst du gern angeln? Ich liebe das Angeln. Ich tue nichts lieber auf der Welt. Willst du mit mir angeln gehen? Ja? Komm, ich erzähle dir vom Lost Lake. Er hat das klarste Wasser, das du je gesehen hast. Und die Fische, oh mein Gott. Die Fische am frühen Morgen, die springen so hoch. Ich zeig's dir. Und dann werden wir jede Menge Spaß haben. Halt dich gut fest, okay? Bereit? Und nochmal vielen... Hast du dein Funkgerät an? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Oh, Bußmann, ja, mehr Scheiß ist immer gut. Danke, Bruder. Ja, Dickenende.